Dann machen wir vom Lager aus hinten entweder die 4 oder die 5. Und ich wollte noch nachschauen, ob man mehr Trailer kaufen kann für den Park hier. Logischerweise dann auch mehr Mitarbeiter. Schauen wir mal. So, wer ist von euch schlechter an der Kasse? Du. Zapfsäule brauchen wir keinen, da wir keinen Sprit haben im Moment. Wo waren das? Und das Sonstiges? Nee, das war unter Mitarbeiter. Das war unter Angestellte Wohnwagen. Nee, die nur 5. Okay, da haben sie nichts geändert. Wasserdruck ist niedrig. Müssen wir mal kurz mal runter. Ja, dann stören sie nur noch die hinten im Klo. Und nicht die, die vom Parkplatz kommen und rein wollen. So, und dann ja einmal resetten. Mehr nochmal die Kontrolle, jo, passt. Haben wir hier noch Kunden am Kraftstoff, die können wir jetzt noch. Ein oder anderen betanken. Jetzt sind wir komplett leer. Können wir hier wieder Tabak einräumen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut wie voll. Jetzt haben wir leider keinen Sprit mehr. Der Werkstatt sieht es auch nicht so Bombe aus, dass man da jemand hinschicken könnte. Können wir mal gucken. Gucken mal selber nach. Ja, mit Sicherheit nicht. Reifen, das müsste drin sein. Nö. Na ja, gut, hier steht jetzt eine Weile her. Spiegel könnte drin sein. So, was hätte man denn noch im Angebot? Zimtkerzen. Oh, wie war das jetzt? Abschrauben war rechts. Anschrauben war links, genau. War nichts mehr, Kratzer. Oh je, ich muss was trinken. Kratzer haben wir auch nichts mehr da. So, was brauchst du noch? Und einen Reifen, also ein Kratzer, ein Reifen. Lieferung. Ne. Ein Kratzer und 5 Reifen. Der braucht ja auch noch hier 3.
Der hat aber eine Batterie, die defekt ist wohl. Die haben wir noch. Und eine Zündkerze hätte er auch gern. Gut, kriegt er. So, zack. Und mit rechts abschrauben. Oh, und mit links drauf. Oh, was war denn das jetzt? Da schmeckt irgendwas ins Auge. So, weiter geht's. Also, der braucht jetzt dann nur noch Kratzer. Na ja, gut, hätte man zwei Kratzer bestellt, dann wären die Autos durch gewesen. Muss man noch einen Kratzer bestellen. So. Ah, deine Reifen vorne rechts. Der andere hat ja, glaube ich, alle kaputt gerade außer vorne Fahrerseite. So. Dann die Kratzergeschichte. Und der schon mal weg. Ist doch hier nicht lohnt. So, dann bestellen wir noch mal einmal Kratzer. Dann bestellen wir mal drei. Ah, der ist noch auf dem Gelände irgendwie. Dann wechseln wir erst die Reifen. Die vier Stück. So, Reifen 2. Und der Trittreifen geht Beifahrerseite vorne. Könnten auch wieder selber die Werkstatt übernehmen. Wäre auch eine Idee. Was jetzt bestellen? Da der Just in Time, so wie ganz am Anfang. Hey Nina, geh rüber und putz an der Tanke. Hier sieht's doch. Der Tank sieht aus wie Sau. Ja. Boden wieder durchgerauscht. Also zwar noch Kratzer Beifahrer. Dann passt das. Macht hier der Druck. Ja, ist noch gut. Hier, komplette Müllhalte. Die kommt rüber und holt einen Reifen ab. Muss man nicht verstehen. Könnte auch sein, dass er die Fische als Dreck zählt. Das könnte auch sein. So, die Kratzergeschichte ist da. Mal das Auto fertig machen. Dö.
Oh, Kratzer waren hier vorne. Ja, das rentiert sich doch auch nicht mehr, die da rauszumachen. Der Kache. Jetzt wollte ich aber noch was nachschauen, und zwar was das hier hinten kostet. 7,5. Uff. Krass. Ja, dürfte aber auch kein Problem sein, wenn wir Sprit hätten. Können wir mal ordern. Lieferung Kraftstoff. Zack. 1, 2, 2, 4. Dann machen wir mal 800 Liter. Das geht. Dann logischerweise die Angestellten wieder alle bezahlen. Der hört gleich auf an der Kasse, dann brauchen wir jemand anderweitiges. So, du machst mal Pause. Juan geht an die Kasse. Nina geht an die Zapfsäule. Brauchen wir noch einen zum Putzen. Samuel. Ja, so passt doch. Okay, hier ist Maul leer gefegt. Was haben wir denn überhaupt noch im Inventar? Ah ja, da die Getränke. Müsste mal komplett leer sein im Lager. Hier kommt auch Elon. Gehen wir hier vorne mal. Ach so, der ist gleich wieder gegangen, weil kein Sprit da war. Beziehungsweise sie. Mal gleich nochmal herordern. Was haben wir denn da geplant? Ich glaube Nina war es. Ja. Hier wieder das harte Hub-Konzert. Logischerweise auch keiner in der Werkstatt. Doch, hier ist jemand. Ach, Elon. Auch in der Werkstatt. Okay, was braucht denn der wieder? Drei Reifen. Müssen wir noch zwei bestellen. Dann noch ein bisschen Öl hier vorne. Das haben wir noch. Ölhammer. Jo, zwei Reifen. Mal Snacks sind komplett leer und Alkohol bestellen. Uns ist leichten 600, jo, das geht. Alkohol ist noch da, das sieht einfach so leer aus, weil das so
ging da rein, das Alkoholregal. 195 Flaschen. So, da kommen die Reifen für Elon. Die können wir dann direkt montieren, dann wäre der auch wieder weg. Und das vorne jeweils. Da müsste jetzt auch 200 Dollar mit Sicherheit bei rumkommen. Da steht schon der nächste in der Werkstatt. Mist. Man sieht jetzt aber auch vorher nicht, was er hat. Das kommt man nämlich meine mal nachgucken. Ja, den lassen wir da mal stehen. Ich habe jetzt gar nicht aufs Geld geachtet, was bei rumkam. Die Klappe zu da hinten. So, das waren jetzt Snacks. 1, 2, 3. Da ging auch ein Haufen rein. Auch 195. Das hält jetzt wieder ein paar Minuten. Kommt schon mal gar nichts mehr. Ne, wir haben nichts mehr in der Hand. Ah, können ja einfacher gucken hier, Produkte. Ne. Mal hier aushelfen, jo. Ach, dann halt nett. Doch jetzt. So. Ups, das war zu wenig. Ich vermute fast, das sind die zwei, drei Fische. Drei müssten es sein mittlerweile. Können wir eigentlich nochmal die Tankstelle zumachen? Genau das machen wir, sobald die Zwillinge hier draußen sind. Ja, der Typ, den können wir auch noch mitnehmen. Machen wir zu und versetzen die Kasse. Mit der Hoffnung, der Laden wird nicht noch größer. Zu den Typ da machen wir zu. Ja, die Autos können wir noch mitnehmen. Das hier können wir auch noch mit. Das Auto nehmen wir noch mit. So, jetzt klappt es auch wieder beim Tanken. Da machen wir
mal zu und gucken uns dem Zuge auch noch die Wände mal genauer an. Wie die instant hier raus geteleportiert wurden gerade. So, da man ja mit F. Drüber, wie es geht. So. Muss einer wieder zwingend auf dem Radio. Ah, der sieht sogar noch besser aus. Ach komm, wir lassen nur noch einen. So, und jetzt würde ich mal gern schauen, ob das daneben dran geht. Gut aus. Sehr gut aus. Aufgabenliste, Pause. Die können wir ja alle in Pause schicken. Aufgabenliste, Pause. Rennt der rum, der reinigt. Auf jeden Fall können wir die Müllabfuhr noch holen. Dienstleistung, Abfall, so. Warum ist der jetzt so komisch rot gerade gewesen? Muss man nicht verstehen. Die wirklich so hintereinander rein halb klitschen. Jo, Traum. Ein Träumchen. 1, 2, 3. Und da drüben die Flaschen. 1, 2, 3. Da können wir auch die Snacks wieder hier vorschieben. Geht nicht, weil die Blutstinger am Weg sind jetzt. Okay. So vielleicht? Jo, so geht's. Das ist noch ein Stückchen weiter rüber. Steht denn der Samuel da drin im Klo? Aufgabenliste Pause. Dann bezahle man die alle mal. Haben wir das Problem auch später nicht mehr. Da wieder die Dosen rein, hier die Flaschen. Ein Snacks. Auch wieder einsortieren. Der Alkohol logischerweise kommt jetzt auch wieder weiter vor. Und zwar hinten der auf dem Kästchen. Da irgendwo so.
So. So, viel ist es auch nicht mehr. Viel ist es auch nicht mehr. Die Plüschis können wir auch noch mal verrücken. Nein, nicht wirklich. Jo, und jetzt können wir uns mal die Geschichte hier anschauen. Da kommt ja nur eine Wand hin aus. Ah, da kann man dann draußen nur drinnen. Okay. Backstein wäre vielleicht was für. Ja, der sagt nur drinnen oder beide Seiten. Nur draußen wäre doch schön. Draußen nur so. Da ändert man auch das Dach komplett. Deswegen ist das eine Einheit okay. Verstehe. Das kann man hier in jo, jetzt habe ich es verstanden, das ist das Dach an sich. Und drin ist jetzt aber normal geblieben. Jo, drin ist normal. Es geht aber 25 pro Wand. Was hätte man denn noch da an Muster? Das wäre eher was fürs Klo. Das hier wirkt mir zu abgeranzt, die drei. Das wäre heller Backstein. Das ist dunkler Backstein. Na, bleiben wir bei dem dunklen. Ich will bei dem dunklen bleiben. Ich hoffe, da müssen wir nicht mal streichen. Würde es jetzt erstmal nur mit dem Shop machen. Weil Kohle und so. Deswegen habe ich es mir angewohnt, vor solchen Aktionen immer den Mitarbeiter zu bezahlen, damit man da später keine Probleme hat. Weil wenn wir jetzt wieder aufmachen, holen dann die Mitarbeiter, sagen sie, wir kommen erst, wenn bezahlt wurde. Wo sieht doch das? Ja. Gut, hier hinten müssen wir halt wieder streichen. Das ist klar. Und wir müssen auch. Ah. Das hier wieder alles aufhängen. Haben wir denn noch? Gasstation. Ah, das passt jetzt nicht mehr hin. Wo kriegen wir das Schild hin? Über die Tür. Jo. Haben wir noch? Das Bowl, das kommt rein an die Kasse. Da müsste auch noch das Schlüsselbrett sein, jawohl. Ja, so. Los. Die Elektrogeschichte war hier hinten. Klimaanlage hier bei der Eismaschine. Bei Plakate, Poster können wir da hinhängen. Wie sieht jetzt das Dach oben aus? Das ist ja flach. Die Meer ist dreckig. Guck mal da was. Ah ja, da können wir jetzt nur einmal drüber gehen und streichen. Okay. Ja, machen wir das einmalig. Ne, können wir gar nicht. Da
geht gar nichts mit Streichen. Das zeigt er uns hier nach die Kasse. Ja, dann streichen wir aber hier unten einmal durch. Wo fangen wir an? Hier hinten. Ja, Ecke. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Klos auch nochmal streichen müssen, deswegen. Also da können wir ja die Fliesen hin machen. Ja, geh mal rüber. So. Da gibt's jetzt. Ich hätte es jetzt gern nur drinnen, bitte. Draußen nur. Rechts zum Verlassen, so. Ja. Also kann man da drin nichts machen, okay. Man könnte über den Trick vielleicht arbeiten. Moment, Stein. Wo sind jetzt die Fliesen hin? Nochmal alle. Also wirkliche Fliesen sind das auch nicht. Da ist, glaube ich, ein Weiß hübscher. Jo, wir lassen das in Weiß. Wir müssen nur den hier dann streichen, logischerweise. Den hier hinten würde ich schwer tippen. Ey. Die Kabinen links und rechts, die Außenwand, wenn wir hinkommen. Ey, die ist zum Shop. Die rechts aber davon, die hier. Ja, wir sehen es nicht einmal. Also die muss dreckig sein. Da hier sieht man es rausblitzen, das ist dreckig. Und logischerweise auch die Außenwand plus die Kabine rechts nebendran, die Außenwand. Die hier. Jo, man sieht so ein bisschen, dass sie dreckig wirkt. Boah, ist das hell. Dann können wir wieder rein und von innen mal dann aufgehört hier an der Tür. Warte mal, wir haben noch Regale zum Aufhängen. Zigaretten zum Einräumen. So. Mit dem Flachdach bin ich noch nicht so überzeugt. Weil es oben mal sehr dreckig aussieht. Von unten und von der Seite. Wir können hier nochmal raus aus der Tür. Gefällt es mir eigentlich relativ gut. Ups. Wenn das so anschaut, das sieht eigentlich gut aus. Auch hier vorne. Doch, das lassen wir so.
Mal nur im Streichen wieder gucken, dass wir überall hinkommen. Der Seite war es kein Problem. Hinten wird es wieder ein Problem bei dem schmalen Gang, wo die Snacks und so weiter stehen und der Sprit. Na, wo ist der jetzt hin? Immer verschwunden, der weiße Fleck. So, da kommen wir auch noch gut hin. Haben wir jetzt eigentlich noch Platz für irgendwas neben Alkohol? Oh, das wird ein Pixelgeschiebe. Aber es geht. Man kommt dran. Jo, wenn man über oben geht. Geht. Das hier dürfte auch kein Problem sein. Ne? Die Wand hat die Wand nicht. Die Wand. Krieg mal was so. Jo, steht alles ohne Probleme. Perfekt. Die Snacks, Quatsch, die Getränke vorne noch gucken. Da. Beides dürfte auch kein Problem darstellen. Wenn nicht, rufen wir den für 500 an. Ja, die waren, ja, da kommt man oben locker dran. Passt. Oh, dann speichere ich mal. Und würde sagen, das war's für heute. Ich gehe mal in den Endscreen.